Das ging gut. Ich sollte... Satan! Nicht schon wieder! Über 100 Jahre schon holt der Fluch sich seinen Sohn. Stets Macht verleiht er seinem Blut, weckt in ihm besessene Wut. Niemals stand er vor Gericht, niemals ist ein Ende in Sicht. Was? Was haben Sie gesagt? Woher kennen Sie dieses Gedicht? Die Waldgeister haben es mir geflüstert. Waldgeister? Was soll der Blödsinn? Geister in Gewändern. Sie haben weiße Horrorfratzen. Im Wald, bei der Geisterbiene. Mensch, hat der einen an der Waffel. Hey, warten Sie! Gehören Sie zum Orden? Hallo! Das war das Gedicht, das Reginald Boris bei sich hatte. Er gehörte vermutlich zum Orden. Und der Penner meinte, er hätte das Gedicht bei der Mine gehört. Da sollte ich mich mal umsehen, bevor ich mich mit Angelina treffe. Haben wir da noch Zeit dazu? Dann ist das hier also... Was war das denn? Verdammt! Was ist mit mir los? Wenn ich abergläubisch wäre, würde ich sagen, ein paar Geister hätten versucht, Kontakt aufzunehmen. Da ich aber ein rational denkender Mensch bin, muss ich davon ausgehen, dass ich den Verstand verliere. Großartig. Hört sich nach Party an. Hoffentlich sind es nur der Schlafmangel und die Erschöpfung. Bestimmt. Und deswegen gefällt mir die Sache nicht. Mir gefällt das auch nicht. Aber es war richtig, ihn zu schicken. Ordensmitglieder, ich muss mich verstecken. Ich musste etwa 2 Meter durch den Schacht kriechen. Ich schätze, dass der Bunkerraum guten Meter tiefer liegt als dieser Raum. Auf keinen Fall. Ich hätte nie gedacht, dass es solche Ausmaße annehmen würde. Als das Grab geöffnet wurde und der Junge nicht drin lag, habe ich geahnt, dass es so kommen würde. Aber er war so lange weg. Kann es nicht sein, dass der Fluch keinen Besitz von ihm ergriffen hat? Sie ist da anderer Meinung. Sonst hätte sie nicht versucht, ihn gefangen zu halten. Psst, da kommt sie. Hey, die kennen wir doch. Wir haben uns überlegt, dass wir uns heute direkt in der Mine treffen. Wegen des Wetters. Ist Ihnen das recht? Es spielt keine Rolle. Ich hätte es mir denken können. Miss Valley steckt dahinter. Sie ist die Schwester des kleinen Vixi, hat sich geradezu fanatisch mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich kannte sie als Bibliothekarin die Geschichte des Ordens. Sie muss einige Leute aus dem Dorf davon überzeugt haben, aktiv zu werden. Dann haben sie sich aus irgendeinem Grund auf mich eingeschossen. Und diese Miss Valley geht über Leichen, da bin ich mir sicher. Ob Angelina ihr im Weg stand? Ich muss es erfahren. Ich wollte eigentlich einen Cut machen, das ist aber gerade zu spannend dafür. Was hat das zu bedeuten? Warum dieses Treffen? Weißt du etwas Neues von Reginald? Was ist mit dem Mädchen? Ist sie wirklich wieder hier? Hast du was aus Wales gehört? Es gibt schlimme Nachrichten. Bruder Reginald ist tot. Was? Oh mein Gott! Aber es ist nicht die Zeit zu trauern. Das Mädchen schnüffelt immer noch herum. Und noch schlimmer? Er ist uns entkommen. Wie kann das sein? Was tun wir, wenn er dahinter kommt? Ruhe! Die Gefahr ist nah. Sehr nah. Beide, das Mädchen und unser amerikanischer Freund, können alles zunichte machen, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir sind gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, fürchte ich. Aber wir können doch nicht... Wir haben keine andere Wahl. Besser, ich verschwinde hier. Was war das? Ist da jemand? Er ist es! Halte dir ein Tor! Das Bleib Tor! Ruhig. Lass dir nicht Wir entkommen! Wir wollen dich nicht verletzen. Pass doch auf! Du hast doch keine Chance!
Haltet ihn! Lasst ihn nicht entkommen! Oh Gott, Darren! Verflucht! Öffnet das Tor! Er darf uns nicht entkommen! Nichts wie Deck hier! Da ist er! Na los, Beeilung! Fuck, womit machte man denn nochmal die Tür zu? Ich kann sie nicht ewig zuhalten. Da, die Stange, genau. Sehr gut. Die Eisenstange versperrt kurzzeitig die Tür. Okay. Verdammt! Was? Verdammt! Oh Gott. Nee, halt, falsch. Der Hebel muss runter. Hier auch. Okay, jetzt ist die Tür offen. Raus hier! Mach die zu. Eine Eisenstange. Vielleicht kann ich mir damit die Kerle vom Leib halten. Aber ich muss sie doch eigentlich hier irgendwo reintun. Ist egal. Die eine Hälfte des Schlauchs. Nimm mit. Und die mit der Stange kombinieren. In Ordnung. Ich knote den Schlauch mittig an der Stange fest. Und rein da. Schnell, Darren! Vielleicht funktioniert's. Oben quer über den Ausgang gelegt. Da ist er! Schieß! Zu spät! Haltet ihn! Fuck! Wo muss ich denn noch mal hin? In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Ja, ich weiß. Also durch dieses schwere Gitter folgen sie mir bestimmt nicht. Oh, da kamen sie schon. Habt ihr gesehen? Boah, das... In diesem Abschnitt... Boah. Gott, ich komme nicht hier raus. Boah, das stinkt. Boah, gerade jetzt klingelte das Handy. Ey, ich will hier raus. In diesem Abschnitt steht. Ja. In diesem Abschnitt steht. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Boah, das stimmt. Ist nämlich auch falsch. Boah, das. In diesem Abschnitt. Oh Gott sei Dank. Raus. Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Ach ja, fuck, da kommen wir ja gar nicht raus. Am Ende der Leiter ist eine Metall. Ja, das wissen wir. Huch. Oh. Hi, Mary. Was soll das hier werden? Der Gestank ist im gesamten Hotel zu riechen. Packen Sie sofort Ihre Sachen und verschwinden Sie! Ich habe noch etwas sehr Dringendes zu erledigen, Mary. Ich mache auch so schnell ich kann und ich verspreche, es kommt nicht wieder vor. Sicher nicht. Also schön, hier bin ich! Was wird gespielt? Also das sieht ja mal echt gruselig aus. Der war im letzten Teil schon gruselig, aber ich finde ihn noch gruseliger.
Okay, wo können wir hier hin? Leuchtturm. Angelina! Wo versteckst du dich? Im Trockenen, Angelina! Vielleicht? Angelina? Was gibt's hier noch? Hohes Gras, okay. Komm endlich raus und zeig dich! Rechtsklick. Ich würde doch alles für dich tun! Warum hast du mir nicht einfach die Wahrheit gesagt? Oh nein! Angelina! Nein! Pack die nicht an, die ist bestimmt ansteckend. Schon wieder ein neues Kapitel? Das geht jetzt aber schnell. Naja gut, ich bin ab 21.08. im Urlaub. Bis dahin will ich dieses Spiel durchhaben. Und Project Zero 2 auch. Ich muss mich also ranhalten. Ju-On am besten auch noch. Also ich möchte außer Resident Evil 4 eigentlich kein Projekt mehr laufen haben, wenn ich in Urlaub fahre. Fliege. Also, mal gucken. Der Totenschädel vorhin auch schon am... Nee, Moment, da sind überall Totenschädel. WTF? Wo bin ich? Irgendwas stimmt hier nicht. Definitiv, mein Lieber. Oh my goodness. Gott, Boris! Nochmal Boris! Was ist das? Flug der Karibik 3? Daryl, nicht durchdrehen. Das ist alles total krank, aber es ist ganz bestimmt nicht echt. Was war das denn? Habe ich einen Geist gesehen? Drei, um genau zu sein. Mal gucken, wer jetzt kommt. Da steht Fuller. Oh Gott. Was hat Fullers Grab hier zu suchen? Du Waschlappen. Dich werde ich fertig machen. Du bist selbst schon ziemlich fertig, Freundchen. Das wollen wir doch mal sehen. Fettsack. Der ist so fett, den gibt's nur einmal. Okay, mal sehen, wer kommt, wenn wir uns den Baum angucken. Das gibt's doch gar nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Wenn der Blitz hier ist, dann sieht es aus, als würde hier jemand stehen. Mal gucken. Na, also, ich weiß nicht, ich habe dann immer so im Augenwinkel das Gefühl, da steht jemand. Oh nein, schon wieder ein Glockenschlag. Mom? Darren? Oh nein. Darren, bist du das? Mom? Was? Aber du bist doch... Du bist nicht länger mein Sohn! Was? Aber ich... Mom! Wo zum Teufel bin ich denn jetzt?
Was für ein irrer Traum. Sag mir, was, wo wir sind, das? Darren. Hallo? Hattest du einen Albtraum? Was? Wer bist du? Ich bin Ralph. Mein Name ist Darren. Wo bin ich? Ist das hier die alte Akademie? Mr. Bobby und ich wohnen hier. Den kennen wir auch noch. Beide, um genau zu sein. So sieht Ralph aus, der sieht aber nett aus. Also, ne, der sieht irgendwie... ja, normal aus. Nett halt. Ja, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, ich weiß, aber ich meine jetzt wirklich nett. Im netten Sinne. Was tut ihr beide hier? Du und Mr. Bobby? Wir wohnen hier. Das sagtest du bereits. Aber habt ihr keinen anderen Ort, wo ihr wohnen könnt? Nein, das böse Haus, wo wir früher gewohnt haben, gibt es nicht mehr. Und da wollen wir auch nicht mehr hin. Kann es sein, dass du früher im Sanatorium von Sir Robert gelebt hast? Mhm, und Mr. Bobby auch. Er beschützt mich und sagt mir, was ich tun soll. Es ist gut, einen Freund zu haben. Ja. Das sagt Mr. Bobby auch immer. Oh mein Gott. Habt ihr das große Feuer am Leuchtturm gesehen? Ja, ich mag Feuer. Dieses hättest du nicht gemocht. Angelina war hier. Sie ist gekommen und dann war dann weg. Und dann wieder da. Und dann war da jemand mit einer weißen Maske. Und dann war da das Feuer. Du kennst Angelina? Ja, sie war schon oft hier. Da war also Angelina und ein Mann mit Maske und dann hat es gebrannt? Ja, erst haben wir uns versteckt, weil es gedonnert hat und der böse Mann uns nicht sehen sollte. Aber dann hat das Feuer so schön geschienen. Da haben wir geguckt. Ich mag Feuer. Ja, und dann? Irgendwann war das Feuer aus. Der Regen hat es ausgemacht. Dann kamst du. Du hast laut gerufen, aber ich weiß nicht was. Dann bist du hingefallen und hast dich nicht mehr bewegt. Mr. Bobby hat gesagt, ich soll dich ins Trockene holen. Sag Mr. Bobby vielen Dank. Das war eine gute Idee. Gern geschehen, sagt Mr. Bobby. Wir bekommen hier nicht oft Besuch. Was passierte dann? Dann kamen die Polizisten. Die mögen wir nicht. Sie wollen uns hier wegbringen. Dann kam noch ein schönes schwarzes Auto. Es sah ganz anders aus als die Autos der Polizei oder die Autos, die wir manchmal im Dorf beobachten. Es sah alt aus, aber ganz schön und glänzend. Aber es war nicht lange da. Hast du gesehen, wer da drin saß? Nein. Du sagtest, Angelina sei häufiger hier gewesen. Ja? Wann war sie zum ersten Mal hier? Ich weiß nicht. Ungefähr. Was meinst du? Vor 100 Jahren? Und was hat sie hier getan? Sie hat sich alles ganz genau angeguckt. Und dann hat sie unser Haus gefunden. Sie hat gesagt, sie sucht etwas. Eine Tür, die unter die Erde führt. Als sie gestern hier war und kurze Zeit verschwunden ist, wo war das? Ich weiß nicht. Mr. Bobby wollte sich schön machen für sie und hat nicht hingeguckt. Mr. Bobby wollte sich für Angelina schön machen? Ich glaube, Mr. Bobby war ein klein bisschen in sie verliebt. Aber er hat sich nie getraut, es ihr zu sagen. Und nun ist es zu spät. Vielleicht sagt er es ihr nächstes Mal, wenn sie uns besucht. Meinst du, sie kommt uns bald wieder besuchen? Nein. Das weiß ich nicht, Ralph. Lügt nicht. Vielleicht. Ist es nicht gefährlich hier? Das Gemäuer sieht stark einsturzgefährdet aus. Manchmal fallen Steine hinunter, wenn es gewittert und donnert. Oder wenn der Wind doll bläst.
Aber dann verstecken wir uns sowieso immer. Mr. Bubby hat Angst vor Gewitter. Gibt es gute Verstecke hier? Vielleicht irgendwelche versteckten Räume oder Gänge? Wir verstecken uns immer hier in unserem Haus. Hier kann uns nichts passieren. Verstehe. Kennst du das Schloss Black Mirror? Ich war noch nie da. Ich glaube, da wohnen böse Menschen. Sir Robert hat da gewohnt. Und der war böse. Das war er. Unser Freund Samuel kannte das Schloss. Samuel Gordon? Er hat mir und Mr. Bubby mal geholfen. Ich mochte ihn. Aber dann, als sie das böse Haus von Sir Robert geschlossen haben, haben sie gesagt, Samuel wäre auch ein böser Mensch gewesen. Weine ich. Ich glaube das nicht. Manchmal tut man Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber man meint es nicht böse. Böse Stimmen bringen einen dazu, sagt Mr. Bubby. Ich muss weiter, Ralph. Tschüss. Ich mag Ralph irgendwie, der ist niedlich. Ziemlich verquer, aber niedlich. Oder?